Boah, bin ich schon gespannt. Ja. Und anscheinend haben sie neue Geräusche und so am Sack gemacht. Irgendwie so. Haben sie geschrieben auf Twitter. Hallo? Ja, der Stefan ist weg. Ah, jetzt. Hallo? Hä? Er wird nichts mehr gehört. Auf Twitter haben sie irgendwie so geschrieben, dass neue Geräusche und so, so unheimliche Geräusche und so haben sie halt gemacht. Also generell im Spiel? Mhm. Ah, cool. Oh, schaut die kompliziert schaut aus. Aus. Oh. Aber nur zwei Stück zum Glück. Ja, schau, aber schaut die Map an. Ja. Ja, schauen wir. Schauen wir mal auf der Karte. Ja, mal vor zum Reinschauen. Mhm. Ich hab vorher nur den Eingangsbereich geschaut da. Ja. Und bin ich wieder gegangen. Weil aber die schaut schon richtig. Die schaut richtig cool aus. Aber wie kann man sie da richtig dann verstecken? Das war meine Überlegung, ja. Weil das sind ja nur Gitterstäbe. Es sind halt Gitter, ja. Ja. Ja, wir müssen einfach reinschauen. Sowohl auf Gruppe als auch alleine. Also glaubst du nicht wirklich, dass wir jetzt zu zweit da irgendwas schaffen, oder? Sicher. Ja, irgendwas werden wir schon schaffen. Da räuchern schaffen wir auf jeden Fall. Aber komisch ist ja, weil sie eigentlich angekündigt haben, dass das eine riesige Map wird, gell? Aber jetzt ist doch wieder eine Mitte. Nein, da haben sie auch geschrieben, da haben sie sich vertan. Das ist eine mittlere und das Asylum ist eine große. Also vom Verhältnis. Ach, okay. Da haben sie... Ich dachte, wenn Asylum mittel ist... Ja. Okay. Weil sonst war das der Wahnsinn. Überlegen wir, wie lange du im Asylum schon brauchst. Voll. Nein, das haben sie falsch. Was hast du? Ja, noch gar nichts. Noch gar nichts. Wenn du sagst, wenn wirklich eine riesige war, also größer wie Asylum, dann müssen uns die Gruppen selber erhöhen. Pfui, das geht gar nicht, finde ich. Ich meine, klar geht's, man sind nicht genug Leute. Nein, ich finde nicht, weil du bist dann so lang drinnen einfach. Das ist genau, da Pech dieses hast, blöde Hin- und Her rennen. Ja. Dann müssen uns mehr Sanity-Pillen dann rein da. Und auch so, du rennst halt dann mehr einfach sinnlos rum, als was dann irgendwas machst. Voll. Du hast Thermometer, oder? Dann nehme ich EMF. EMF und nehme ich Geisterbox. Und du Geisterbox. Ich habe überlegt, wenn Geräuschesensoren, ob die das Sinn machen. Ja gut, schauen wir uns einfach mal die Map an. Voll. Ich nehme das Buch mit. Buch. Ja. Okay. Oder Kamera. Nein, Kamera gleich gescheiter, glaube ich. Achso, was Schlüssel müssen wir mitnehmen? Hast du einen Schlüssel? Habe ich. Okay. Ja, einfach mal zur Map anschauen. Genau. Bombs? Falsche Richtung. Ja, aber kommt man da durch? Nee. Da raus ist ein Soundpack, gell? Echt? Wo ist denn? Ich geh jetzt nicht. Geht's einmal ein paar Schritte und bleib ja, stehen? Ja, 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 unheimlich! Ah, jetzt hab ich's nicht mehr. Du hörst Schritte, obwohl gar keiner geht. Nicht grausig. Immer. Nein, jetzt hab ich's nicht mehr gehabt. Jetzt hab ich's wieder. Vielleicht haben sie es extra so gemacht. Hey, jetzt sehen wir unseren Truck einmal, schau mal! Geil! Hä? Warte, den... Na, oder? Ja, doch, voll. Oh, weia. Stimmt. Jetzt gehen wir ins Gefängnis. Was hast du angestellt, Stefan, ha? Dass du Zeit gesperrt wirst? Ich bin der Besucher. Ich liefere nur ab. Achso, toll. Ui, kommen wir da rein. Das schaut schon cool aus, halt. War cool, wie die Gitter so. Hörst die Gitter so wackeln? Mhm.
Oh, dieses Dröhnen. Oh. Kann man da schon rein? Ach, da geht's auch schon rein. Auch anscheinend schon. Das ist aber riesig. Hey, hallo. Ich hab eine Tür gehört. Ich hab's auch gerade gehört, ja. Wir sind ganz in der Nähe. Ein Sicherungskasten ist da draußen. Ich stehe da vor, man sieht den Geist auf der anderen Seite oder so. Ich hab genau das gleiche gedacht. Also wenn der jetzt da draußen spawnt. Ob der da durchkommt durch die Mauer oder so? Weißt du, was die sonst noch so geändert haben? Nur die Map jetzt dabei oder? Map und halt bei den Sounds haben sie umher. Ja, die Sounds, ja. Und na, weil wir angekündigt haben mit den Reflektionen und so, dass die in Scheiben und Spiegeln und so siehst. Ah, da bin ich nichts. Nein, vom Geist. Hab ich gesagt. Nein. Ich möchte da reinschauen, was da drinnen ist. Oh, oi, oi, oi. Hast du es gehört? Na? Was? Oh Gott, das hat sich angehört wie so eine quietschende Gittertür, was aufgeht oder irgendwie so. So, ui! Das ist eine quietschende Gittertür, die aufgeht. Alter Scheiße, ich werd grad voll paranoid. Map ist irre. Ach so, das ist. Da können wir wieder zum Ausgang. Ah ja, okay. Da machen wir hintritt, oder? Bevor wir raufgehen. Wo hinten? Das haben wir erkennen. Nachdem wir ja schon Geräusche gehört haben. Ach so, das ist da hinten geht's rein. Oh wei, oh wei. Ach so, das sind die Großen von. Was du das? Ah ja. Ja, ich würde aufmachen. Okay. Moment, gehen die in beide Richtungen auf? Nein, hä? Nur noch innen. Okay, du bist es. Also das ist der Haupt. Das ist die Eingangstür. Ah ja, okay. Oh! Ja, so hat sie es angehört. Genau so hat sie es angehört. Mach auf nochmal. Nein, jetzt nicht mehr. Hey, ich kann die gar nicht zumachen. Ah, links und rechts. Ja. Schiebetür. Okay. Aha. Oh. Ah, ich hab da Gefriertemperatur, glaube ich. Oh, minus 7. Minus 11. Ja. Ja, da herinnen. Im FAW nix. Stell die Kamera gleich mal da her. Boah. Was ist? Schritte. Bin ich mich umdran? Nein, ich weiß nicht. Ich mag mich auch nicht umdran. Sprich zu mir. Die Kamera. Oh. Ja. Geist, sprich zu mir. Hallo, sprich zu mir. Ich leg's einfach hin und wenn wir diese. Ah! Ein Donut! Ja, du kriegst hängt. Na. Oh, die Tür bewegt sich hinter dir! Oh. Okay, dann wissen wir, wo es steht. Okay, ist eh gar nicht so weit. Können wir da hinten raus? Ah, das sind so Besucher-Ding schon. Okay. Oh, hast du das gehört? Was? Jetzt hab ich auch das Quietschen gehört. Ah, nein, jetzt hab ich nichts gehört. Eisentür. Ja, quietschende Tür, ja. Wow. Ah, Geisterbox! Die Box! Ich hab die Box gehört!
Geil. Ach so, schaut, das ist die andere Seite. Oh! Oh, das ist arg! Ja, das Geräusch ist cool. Schon wieder. Mhm, oh, sag es, ja. Es ist voll cool gemacht. Gefällt mir voll die gut. Die Map ist cool, ja. Ja. Gefällt mir gut, ja. Freiheit! Ich glaube, dass das von der Größe her ganz okay ist. Ich glaube auch. Weil, wie gesagt, also größer wie Asylum, das darf ich schon ziemlich heftig finden. Ja. Also ich finde das Spiel recht cool. Die, mir gefällt das Spiel auch voll interessant gut. Aus. Ja. Also das schaut echt cool aus. Und die Kamera ist eh drin. Das gefällt mir überhaupt nicht, muss ich echt sagen. Es ist so langweilig. Genau, es ist langweilig. Es schaut es sind alles die gleich Gänge aus alle gleich. Und ja. Ah. Es ist schon cool, also, aber... Ja. Da. Orb. Ja, geil! Und du hast gemeint, wir schaffen nichts. Geister... Hey, wir haben 3 Beweise. Geisterorb, Geisterbox und Gefriertemperatur, stimmt? Ja. Mare, wo bist du da? Und müssen wir ein neues machen? Räuchern. Räuchern, Foto, Geister-Event. Könnte man eigentlich machen, oder? Ja, schon. Haben wir uns Pillen rein? Erhöht die Chance anzugreifen, wenn sie sich im Dunkeln aufhalten. Wir müssen das Licht einfach auftragen. Mhm. Ihr gering. Ist auch blöd. Bei der Mare steht, sie wird bei Nacht am stärksten. Es ist immer Nacht, wenn wir Geister jagen. So, ja, das ist ganz witzig. Was soll ich schlecht aussuchen, wannst du? Ja. Was hast du da dabei? Ah, noch gar nichts. Also Räuchern und Fotoapparat. Ein Räucher. Ja, genau. Achso, ja, mehr braucht man nicht. Oder soll ich räuchern? Nein, ich nehme Räucher. Ich nehme Räucher. Dann nehme ich ein Fotoapparat. Ja. Du hättest mich nicht fragen sollen. Ah, jetzt kann man noch ein Kreuz mitnehmen, gell? Ja, reicht ja dabei, besser wie keins. Ja, genau. Yes! Genau, eine Pillen brauchst du nicht nehmen, dann wissen wir wenigstens, auf wen's losgeht. Hast du genommen, oder was? Boah, du hast einfach Pillen. Nein. Doch, ich hab's gesehen. Nein. Ich hab keine genommen. So. Ich hab nichts du genommen. Ja, okay, genau. Ich hab nichts da! Boah, cool. Die ist links, oder? Ja, links. Links, Achso, und 3 dahinter, aber das Licht aus. Ja, voll. Das voll aus. Haben wir da Licht? Ja. Ja, das bringt total viel. Oh. Das EMF hat aufgehört. Ja. Hast du der Kamera? Das heißt, dass der Geist den Raum verlassen hat. Ja, aber hat es ja vorher auch die ganze Zeit aufgehört und dann wieder. Schau, jetzt hat es aufgehört. Ich tu räuchern. Da schon. Ja, rechte. Licht. Räuchern ist aus. Gibt's kein Lichtschalter. So, nein, hab ich verschaut. Ja, dann stehen wir mit da her und drauf fahren, sagen wir mal, ich mache mal die Box aus. Zeige dich! Oh Mann, ey. Zeig dich! Zeig! Oh, Moment, ich hab was vergessen. Warte nur, Geist. Warte.
Ah ja. Ah, hast du das gehört? Nein. Wie so mit Teustäbe oder so war das? Nee. Zeig dich! Wo bist du? Hast du das gehört? Das war Gitterstäbe. Klack. Gitterstäbe. Nein, nein. Ein anderes wie vorher. Oh, Schritte habe ich gehört. Zeig dich! Ich glaube, das ist Weaven. Nein, ich glaube nicht. Zeige dich! Wo bist du? Gib uns ein Zeichen. Jetzt habe ich das gehört, glaube ich. Zeig dich. Ich isst gleich den Donut. Oh ja, ich habe auch so Gust auf den Donut. Nom nom nom. Zeige dich. Herr Stefan, mach dich bereit. Ja, da hast du ihn. Nein, ich nehme den da. Den kannst du nicht aufheben. Scheiße, na Gott, dann nehme ich halt den. Geil. Zeig dich. Zeige dich. Oh, das ist aber ein Kaffee. Ja, das ist nur Lichtschalter. Ah. Zeige dich. Was? Mit der Schnappen ist ausgegangen. Ich hab einen Kaffee auch mitgenommen. Geil. Ich hab Donut und einen Kaffee. Licht hat geblinkt. Zeige dich. Zeig dich. Zeige dich. Das ist daneben, der Nebenraum. Zeige dich! Draußen, gell? Ja. Zeig dich! Wir rufen dich! Geist! Wo? Zeige dich! Wo? Ich hab's nicht gesehen. Ja, nicht. Zeige dich! Aber sie ist im Raum, wegen am EMF. Sie muss da sein. Oh. Zeige dich! Und lass die Tür offen. Bitte. Zeige dich! Kann man sie unterm Tisch verstecken? Nein. Schade. Ja, wahrscheinlich. Das wird alles für Sinn haben. Ja, stimmt. Zeige dich! Ich glaube, dass man da das Licht nicht auf. Da ist kein Lamp, da ist echt kein Licht. Hey Stefan, lass mich nicht allein, spinnst du? Schon wieder. Oh! Cooles Geräusch. Zeige dich! Zeig dich! Was ist das? Machen wir ja ein Foto von der Tür wegen Interaktion. Zeig dich. Zeig dich. Ach, die Bühne. Schauen wir mal kurz raus. Vielleicht brauchen wir Pillen. Ja. Und dann kann ich kurz raus. Nur zum Schauen. Dann kann ja. Apparat mitnehmen. Ja, aber schräg warst du, wenn du wirklich auf der anderen Seite von den Gitterstäben und so siehst. Ja. Das wäre. Org. Tja! Erscheine! Ich beschwöre dich! Mare aus der Unterwelt! Du laufst! Na? Doch! Na? Ich habe einfach größere Schritte wie du. Ja, ja. So all mit mir.
Laufst ich schau mal. Ja, jetzt lauf ich. Ich schau mal, was unser Fahrrad tut. Vielleicht mag einen Donut. Oder einen Kaffee. Das wäre ja cool, dass du wirklich hin drin sitzen siehst. Boah, das wäre irgendwie unheimlich. Ja. Obwohl es normal wäre. Nee, da ist keiner. Wo ist denn der? Der macht wieder Raucherpause irgendwo oder so. Ja, was, wenn wir jetzt schnell weg müssen? Tja. Nein, nix. Hey, Moment, das Räuchern hat nicht funktioniert. Oh. Komisch. Hä? Warum? Ja, dann tu ich nur mal. Du hast doch schon in dem Raum da, oder? Ja. Du hast doch schon in dem Raum gemacht, wo wir. Ja, ja. Hm. So, für später auf das freu ich mich schon dann. Ja, gut. Wo willst du nochmal räuchern? Ja, oder? Aber zündst du dann mal erst in dem Raum ein? Ja, voll. Vielleicht, weiß nicht. Das Feuerzeug muss eh drin liegen. Dann nehme ich nur ein Fotoapparat mit. Ist ja zwei. Achso, okay. Ja, aber dann habe ich keinen Platz wieder. Nimmst du? Na. Du bist so blöd. Geh mal. Hey, es wäre voll cool, wenn man da jetzt wen Steh sägen würde. Und dann macht er die Tür nur so langsam zu. Die Eingangstür. Hab ich schon gehabt mit der Stefanie. Dass der da gestanden ist? Das war ja das. Wo sie gemeint hat, ich mach die Tür zu. Ah, ja, voll. Und dann stehen wir so heraus, wo wir jetzt stehen. Ja. Ich bin da gestanden und gesagt, na, ich war das nicht. Auf einmal spaziert in der Tür hinten der Geist vorbei einmal. Boah, scheiße. Das haben wir schon gehabt, genau sowas, ja. Also irgendwie hat er Nachricht geschrieben. Achso, WhatsApp, gell? Achso, der Andreas. Ah, komm da. Das will ich. Was? Er hat so ein Foto wie du gemacht. So ein Nachmacher heute. Zeige dich! Hey. Was schießt oder was? Das Kreuz. Wir müssen das Kreuz platzieren. Achso. Okay, jetzt pass auf. Ich pass so auf. Pass ja auf jetzt. Aber richtig. Oh, scheiße. Oh! Das warst du. Mei, ich hau alles weg! Das ist, weil ich nervös bin. Zeig dich! Nein, hey, jetzt warte mal, jetzt tu da ruhig. Zeig dich! Jetzt! Jetzt sofort! Zeige dich, Mare! Wir rufen wenn dich! Wenn jetzt nichts geholfen hat, weiß ich auch nicht. Gib uns ein Zeichen. Zeige dich! Ja, aber das Geister-Event haben wir, oder? Oh, hab das ich. Nein? Doch, haben schon, wir. Geister-Event, genau. Das war das Einzige, was funktioniert hat. Zeig dich! Oh, nein. Zeige dich! Zeig dich! Du. Zeig dich! Du Würstel. Erscheine. Schau mal kurz ins Journal. Haben wir schon irgendwelche Fotos? Wow. Okay. Tschüss. Wir haben's. Das Licht war's. Ich hab das Licht nochmal aufgedreht. Ja, ich hab's wieder aufgedreht, dass er uns nicht nachgeht oder so. Oh. Was? Ich sehe auf dem Foto 2. Ja, vielleicht sei Schatten. Ein Schatten vom Schatten? Ja, der Geist selber war ja nur ein Schatten. Also bei mir. Ja, aber ich habe 2 Schatten. Also ich gehe jetzt einmal raus und dann schaue ich noch.
So. In Sicherheit. Na, wieso? Der Geist und daneben der Schatten. Ja, ey, der Schatten wirft am Schatten. Ja. Das wollte ich wissen. Ja, das ist ja ein Geist, der kann alles. Genau. Der wollte den Donut holen. Ich glaube nämlich auch, dass er es auf dem Donut-Top gesehen hat. Hast du es eingegeben? Ja. Oh, okay. Klar. Nur weg von da. Ist erledigt, liebe Leute. Cool. Ah, einen Knochen haben wir nicht, Stefan.